So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Rome 2 mit Ägypten. Weiter geht's. Bevor wir gleich loslegen, denkt dran, wenn ihr es auf dem Let's Play-Channel guckt, lasst ein Like da, ne? Unterstützt mich als YouTuber und Streamer sehr. Und es ist immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und Fragen im Chat, die lese ich vor, dass ihr auf YouTube wisst, dass gefragt wurde, falls was gefragt wird. So, ich muss jetzt hier gucken, wie wir jetzt anständig vorangehen. Ohne dass der mich irgendwie catcht. Ich erwarte eure, ja, meine Truppen sind gar nicht ready, ne? Ihr da, an die Arbeit, mein Herr. Ja, wenn ich es schaffe, von beiden Seiten da ranzukommen, dann geht es. Fühlt euch zu Hause. Wie viel? 50% Bewegungsreichweite. Ich bis hier hinlaufe. Und wir ein Dings ausstellen, dürfte das gehen. Hier können wir bis hier hin. Es sind keine Elefanten mehr drin, die haben wir mit der Garnison gekillt. Der Mutige des Königs bildet jetzt die Pharaonin aus und die Truppen. Das ist ein gut. Ja, Für unser Volk. Ich lasse es mal so stehen, vielleicht kriege ich sie so. Vielleicht kriege ich sie so. Also. Dann hieß es ja noch Philosophie in der letzten Folge, sollten wir vielleicht noch machen. Nilkalender, das ist auch nicht übel. Aber aktuell dürften die doch eigentlich noch einen Boni haben auf Militär. Ich tendiere fast noch schnell hierhin. Ja, wir machen das. Das andere ist jetzt wurscht. Das andere ist wurscht. Obwohl, das ist Wüsten. Das ist Wüstenreligion hier, ne? Ist Philosophie vielleicht auch nicht so schlecht. Aber schaffe ich das überhaupt in der Zeit? 4 Runden? Ja, das geht geradeaus. Also gut, machen wir das halt. Dass wir die Kultur besser verschmelzen. Ich sag's mal so. Minusnahrung. Ja, also die Diplomatie mit Rhodos ging ja voll in die Hose. Wir haben unseren Diplomaten getötet. Unsere Diplomatin. Seid gegrüßt! Im Namen meines Volkes will... Handel mit Rom wäre schon schön. Kennen wir aber nicht. Wir gehen mal weiter. Hier ist Massilia. Dann gehen wir mal über die Iberische Halbinsel hier. Schauen mal, ob wir da vielleicht Freunde finden, mit denen wir handeln können. Sind die eigentlich auch sauer auf mich? Ja, alle Hellenen. Ihr habt meinen Gruß und aber die wollen volle Kanne handeln. Mega gut. Nächsten Minuten. Plädiert für eure Sache, doch ohne die Monotonie. Nice, nice. Ich kann diesen Bedingungen zustimmen, in der Gewissheit, meinem Volk gedient. Gold ist nicht gewöhnlich eine Bezahlung. Also ich will schon ein bisschen Geld, ne? Sind wir etwa Bedienstete für... Okay, dann mein ist er Volk nicht abgeneigt, wenn wir es so machen. Und eures ist es auch. Unserem also. Seid gegrüßt, mein Freund. Nice, Handel, endlich, Handel. Ich werde zuhören. Natürlich ist es auf der See. Seid gegrüßt, mein... Zypern geht es immer noch sehr gut, sehr schön. Seid willkommen, werter Gast. Weiß halt nicht, wie das mit Rom aussieht langfristig. Ich werde zuhören. Komm, mein Freund, sprech. Oh, die wollen auch voller Kanne mit mir handeln. Also gut, sind immer der neue Nachbarn. Ihr tragt mir Wird den Römern aber nicht passen, ne? Ja. Aber sie mögen Massilia. Ich biete meinen Salut und die guten Wünsche unseres Volkes. Gut, haben wir das diplomatisch mal geregelt. Seid willkommen, Freund. Lasst uns das Geschäft. Wenn wir die jetzt noch weg haben, dann sieht das schon mal sehr gut aus. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld reingekriegt. Ich würde sogar sagen, dass wir auch hier noch einen fetten Hafen bauen. Weil die Nahrung haben wir, um die Häfen zu halten.
mit dem Nil hier, das absolut gar kein Problem ist. Wir produzieren da so viel Nahrung. Wir sind bereit. So, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Da wir hier in einer befestigten Stellung sind, wenn er uns angreift, wir würden es packen. Ne? Also der Pharao würde das hinkriegen. Wenn er hier angreift, könnten wir uns nach Alexandria zurückziehen. Könnten... Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das kämpfen wir, weil das glaubt er zu gewinnen, aber das gewinnt er nicht. Dadurch, dass wir nämlich in der befestigten Stellung sind, können die Pikeniere so aufstellen, dass er nicht reinkommt. Das heißt, er geht unter. Das einzige Problem sind die Schleuderer. Das sind halt recht viele. Oh! Krähenfüße verursachen mehr Schaden an Merittenereinheiten, die sich in einer bestimmten Richtung nähern. Wir haben sogar noch eine Schwefelgrube. Jetzt weiß ich nicht, von wo er angreift. Ich vermute von hier, wenn wir uns so aufstellen. Also schauen wir mal schnell über die Schwefelgruben hier irgendwie. Sind die Schwefelgruben irgendwie so ein bisschen tricky, so... So reinstellen. Geht's irgendwie so. So, dass eine Schwefelgrube hier drin ist. Obwohl, ich krieg's wahrscheinlich hier nicht angezündet. Aber das sah gut aus, ja. Ja. Wirklich, ja. Ja, wir machen es einfach mal so. Dann haben die Krähenfüße hier rein. Ein bisschen verlängert. Die Seite ist zu. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir noch ein paar Krähenfüße hier rein. Hier hinten schließen wir mal. Ja, dann machen die mal zu. Also dann die Units. Zwei Pikenier-Truppen, bitte mal so hinstellen, dankeschön. Die kommen hier hin, weil von der Seite werden sie safe auch rein wollen. Infanterie zu euren Diensten! Die stellen wir hier auf der Seite, falls hier auf der Seite was durchdrückt. Die machen schnell hier, die zusammen so. Die stellen wir mal so auf. Reiter hatte er tatsächlich keine, deswegen stelle ich meine Reiter außen hin. Kannst du auch Nilpferde in die Schlacht schicken? Nein. Pikeniere, erwarte eure Befehle. Kenn ich nicht. Schießball! Let's go. Okay, sehr gut. Unsere Abwehr ist stark. Doch sind es nicht die Barrikaden oder Mauern? Ich versuche die Reiter mal schnell hier runter reiten zu lassen, damit man die nicht mehr sieht. Wenn die dann hier im Hang unten sind. Und dann können wir vielleicht, wenn alle hier versammelt sind, können wir mit den Reitern die Schleuderer killen. Eine verpasste Chance im nächsten Teil dann. Warum? Du kannst doch kein Nilpferd domestizieren. Du kannst Elefanten in die Schlacht schicken. Es gibt auch Hunde oder Katapulte, wo Bienen drin sind. Kamelreiter, Pferdereiter, alles solche Sachen. Aber Nilpferd, das lässt sich nicht domestizieren. Ich stelle die mal schnell ein bisschen anders auf. Die stelle ich mal ein bisschen näher an der Wand auf. Und der Kommandant, der darf ein bisschen weiter nach hinten. Alles schön und gut, aber ich will nicht mehr damit. Prinzipienfrage. Ja, ich kann die Schwefelgruben leider nicht anzünden. Okay, die drücken alle von einer Seite rein. Das heißt, ihr könnt euch auflösen. Schließt euch hier an, bitte. Stolze Söhne Ägyptens, eure Befehle, mein Herr! Ich stelle sie trotzdem mal hier hin, falls was wäre.
Das ist das Problem, was er hat, ne? Wir wussten, dass er nur ägyptische Infanterie hat und dass die Elefanten schon tot sind. Dementsprechend. Ja, die gehen hier alle drauf. Die werden einfach abgestochen. Die kommen nicht durch diese Pikenwand. Sie haben auch ein paar, aber das wird nicht reichen. Ptolemäus geht mit einem erfolgreichen Sieg aus dieser Schlacht. Was ist denn mit Schnappi? Schnappi gibt's hier auch nicht. Es gibt aber Krokodilkämpfer. Ach du Scheiße. Kommen sehen. Schneller Reiter zu euren Diensten. Führung! Ägyptische Infanterie! Nahkampf, Infanterie! Eine unserer Einheiten. Niederwerfen mit den Speeren, niederwerfen mit den Speeren. Ägyptische Krieger! Zu euren Diensten! Oh Gott! Leichte Kavallerie! Die Kurve! Zu Befehl! Da gehen sie, die Elefanten. Gott, die Kavallerie geht gerade down. Schickt die Infanterie jetzt raus, die soll hier umklammern. Leichte Kavallerie! Die Männer wanken! Wo denn? Shit, hier. Kommandant! Es sind dann nicht viele Reiter mehr übrig. Wir erwarten eure Befehle. Zu Befehl. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Dann kommen wir die auch ab. Okay. Oh, das sind die ägyptischen Reiter. No! Gar nicht gut. Die gehen drauf. Nahkampf, Kavallerie! Das kann ich nicht halten. Die werden auch drauf gehen. Schnell jetzt! Aber egal, kann man alles wieder nachrekrutieren. Kavallerie, zu mir! Zurück vor! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Steinschleudern! Ja, wenn die jetzt über die eigenen Krähefüße rennen müssen. Ägyptische Infanterie! Ägyptische Krieger! Ich will den Fluchtweg abschneiden, damit wir möglichst viele von denen töten. Wir werden dunkel der Himmel! Ja,
macht sich die Panik breit, weil jetzt um sie drum herum stehen. Ja, der General geht nicht mit, der wird am Ende noch von irgendeinem blöden Pfeil per Zufall getroffen. So, jetzt pusht ihr nach vorne, los. Ägyptische Kriege! Keine Bogenschützen, wir sind noch nicht so weit. Geschosse! Wir haben nur Steinschleuderer. Sie haben auch nur Steinschleuderer. Die Schlacht wendet sich zu uns. Hilt sie alle. Werft die Piken weg und tötet sie mit einem Kurzschwert. Wir lassen die noch nicht entkommen. Ägyptische Infanterie! Ich bin auch getötet, es geht. Leute, ja. Das ist es halt, ne? Die befestigte Form, die befestigte Ding. Das macht so einen Unterschied. Und die Piken sind eh broken in dem Spiel, das wissen wir. Die Piken hier. Okay. Glorreicher Sieg. So, die Reiter haben sehr viel getötet, das ist gut. Die haben sehr viel getötet, das, ja, naja. Wenn die alle über einen Engpass rein müssen, ist halt so. Kommen halt nicht ran. So, damit ist ein Großteil besiegt. Oh, wie viele Sklaven die Gefangenen, würde ich meinen, oder? Wer sich gegen uns auflehnt, kommt in Ketten. Gibt's von Total War eigentlich auch ein Spiel, das relativ in der Moderne spielt? Es gibt eins zum Zeitalter des Schießpulvers. Empire. Total War Empire heißt das. Schade, dass die darauf gegangen sind. Wir suchen Schutz. Kavallerierekrutierung, Reitkunst. Wir machen mehr Erfahrung. Trotz eurer unangezweifelten militärischen Macht ist es einigen aufgefallen, dass es eurer Kavallerie an Stärke und Anzahl fehlt. Ah, Tatsache. Ja, so. Möglich Nachtgefechte zu Land und zu See. Wir machen das mal. Und Historiker, sehr gut. Sohn wird erwachsen. Wundervoll. Mein Sohn ist erwachsen. Übernimmt die Armee von meiner Frau. Mein Herr. Zum Kampf bereit. Ja, wir nehmen das einfach schnell ein. Meine Frau hat eine Schlacht gewonnen. Die Pharaonen. Da. Um dem Pharao zu erdienen. Aber sagt er, wenn ich hier. Gib mir was weg? Das weiß ich jetzt eben nicht. Ich kämpfe schnell selber. Dann weiß ich safe, dass er nichts wegschlebt. Passt. Passt, passt. Das kenne ich mit Seeschlachten etc. Genau, das mit Seeschlachten. Mit euch zusammen! Land der Kavallerie! Warte Befehle! Also wir werden einfach eigentlich nur mit den Steinschleudern arbeiten. Kavallerien so lassen wir alles nicht da nach vorne gehen. Also schon schnell positionieren und so, ne? Aber nicht. Nicht kämpfen. Marschieren sie alle. Eure Befehle! Deutsche Söhne! Einfach schnell Steinschleuderer gegen Steinschleuderer. Duck, duck, duck. Wir haben mehr.
Dort. Ägyptische Pikeniere. So, können wir die Kavallerie doch noch schnell brauchen. Ich will ihn eigentlich komplett zerschießen, damit er nicht mehr fliegen kann, damit wir nicht nochmal kämpfen müssen. Auf der anderen Seite wäre es nicht schlecht, wenn wir nochmal kämpfen müssten, weil dann könnten wir direkt nochmal XP machen, weil wir nochmal eine Schlacht kämpfen würden. Aber da muss ich sie wieder selber kämpfen. Das wollte ich jetzt nicht machen. Der feindliche General ist... Ja, der Letzte seiner Art. Ptolemäus der Zweite. Der Sohn von Ptolemäus dem Ersten. Bin ich sicher. So. Ich erwarte weitere... Ab in die Säuremine mit denen. Ich lebe, um dem Pharao zu dienen. Was haben wir jetzt hier? Bewegungsreichweite 6%. Das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Wir machen mal Bewegungsreichweite. Man hat auch gerade gesehen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Direkt schon. So, dann würde ich sagen, wir flitzen mal schnell zurück nach Alexandria. In der nächsten Runde haben wir hier so oder so, ne? Oh, wir könnten griechische Ballisten mitnehmen. Ja, doch, machen wir. Dann können die nämlich eine richtig schöne anständige Armee zusammenklöppeln. Da sehe ich uns. Dann machen wir hier mehr Geld. Die Armee muss dann halt ein bisschen warten jetzt. Minus 15. Warte mal schnell. Dann gibt es aber in der Regel eine Rebellion hier oben, ne? Bei der Hauptstadt gibt es in der Regel immer die Rebellion, wenn man die Hauptstadt besitzt. Dass die hier so gierig stehen, das da ärgert mich auch nicht. Ich überlege, den Agenten sogar darunter zu nehmen, die auszuhungern und die Provinz zu holen. Ich weiß ja nicht, wie viel sie haben von allem. Weil die Kusch mir den Krieg noch nicht erklärt haben, würde ich fast sagen, machen wir das. Wir schicken den da hinten hin. Ich halte ein, um über den Tod nachzusinnen. Ich würde das Gebiet da unten schon gerne sichern, damit wir auf dieser Seite sicher sind. Deswegen spricht man ja auch von sichern. Haha, haha. Ah, wir kommen direkt bis nach Alexandria, gut. Geben ihr List. Dann ist sie bei List 7. Sie könnte dann Gelder entwenden. Dann könnten wir mit entwendetem Geld arbeiten. Wir könnten die Armee meinem Sohn übergeben. Oder dem Sohn von Ptolemäus dem Zweiten. Ptolemäus. Und sie könnte dann anfangen, in der Staatskasse ein bisschen rumzuwühlen. Um Dinge zu bauen. Naja, gemein. Ja, warum nicht? Warum nicht? Müssten die anderen ja nichts wissen. Dann können wir mehr Sachen bauen. Für die Bevölkerung. Die Bevölkerung liebt uns dann mehr. Und die Bevölkerung weiß nicht, dass wir Sachen für sie bauen mit Geld, das sie eingezahlt haben. Super. Also, zügellose Piraten. Piraten jagen. Piraten sind ein erstes Problem, das eure unmittelbare Aufmerksamkeit verlangt. Sie wollen... Wie wollt ihr mit dem Meeresungeziefer verfahren? Wie jagen sie? Ja, da ist die Rebellion. Oh, die Rebellion ist direkt daneben. Ja, super. Der Mutige des Königs hat noch ein Level gemacht. Super. So. Ein Kind wurde geboren. Königlicher Spion. Stiehl mal bitte mehr Nahrung. Zum Sieg! Ja. Ist klar, ne? Die Rebellion wird niedergeschlagen. Direkt. Zack, weg damit. Kann sein, dass wir vielleicht ein bisschen vieles gelaufen haben. Organisiert die Wachen!
Forschungsrate. Gravitas. Wir machen mal Forschungsrate und Gravitas. Und dann wird sie ersetzt durch den Sohn. Ist der so? Lysimachos heißt er. Wenn man es so betont. Keine Ahnung. Lysimachos, ja. Wir könnten übrigens auch afrikanische Kriegselefanten nehmen, aber sind mir ein bisschen zu fragil. So. Sie ist jetzt wieder zu Hause in Alexandria. Echt noch ein Kind gekriegt, ne? Währenddessen beide in verschiedenen Armeen waren, haben die ein Kind gekriegt. Mysteriös! Sollen wir mal erklären, wie das funktioniert? Okay, so. Dann bauen wir jetzt eine anständige Truppe auf. Okay, die machen den feindlichen Pferden Angst. Wir könnten ägyptische Kavallerie nehmen. Ja, wir nehmen einfach mal Fettreiter mit rein. Eine lange Leitung. Ich glaube nicht, dass er eine lange Leitung hat. So, und dann machen wir hier noch allen Quellen. Dann schicken wir den Agenten auch hier rüber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich stabil mit Nahrung sind da. Die werden gerade so auf dem letzten Loch pfeifen. Die Götter lassen mich euch zu gehören. Ja, euch zu hören. Wir hören uns eure Angebote gern an. Aber wickelt sie nicht in Lügen. Meine Güte. Sicher, dies ist eine stattliche Summe. Okay, wir müssen mit dem Gebäude schnell warten. Ich brauche das Geld, um diplomatisch zu schachern. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als... unsere Ahnen... würden in Schande gebracht, wenn wir auch nur eine eurer Münzen annehmen. Ja, jetzt machen wir Handel und bitte halt im Namen unseres Volkes zu. Lass dies ein Zeichen. Seid gegrüßt. Aber mit der etruskischen Liga sollte ich nichts zu tun haben. Makedonien hasst mich immer noch. Die Nassamonen hassen mich auch, warum auch immer. Pergamon mag mich ebenfalls nicht. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten. Schade. Dieses Abkommen käme eurem Volk zugute. Der Tag kommt. Ja, Rom. 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 Roma. So, Schrein des Amun Zeus. Hier allgemein mehr Geld für uns. Ja, wir werden die ägyptische Infanterie ersetzen durch die galatischen Schwertkämpfer. Die sind nämlich ziemlich gut. Das sind Kelten, die wir von hier rekrutiert haben, die für uns in der Armee kämpfen. Auch nicht übel, oder? Auch gar nicht übel. Okay, ein libysches Schiff. Warum bist du an meiner Grenze, an meiner Küste? So, der Pharao ist nochmal aufgestiegen. Ja, ich würde mal sagen, der Pharao gilt als tapfer. Auf der anderen Seite Taktiker, mehr Bewegungsreichweite ist so viel besser. Die Feinde einzuholen. Ich lebe, um dem Pharao zu dienen. Um den Pharao zu dienen. So, wir schmeißen mal die Standard-Pikaniere raus und holen jetzt hier Standard-Pikaniere. Kann ich eigentlich mehr Leute rekrutieren? Dann nehmen wir nur noch 4. Wir kämpfen für euch, mein Herr.
Können mir die Libyer mal erklären, warum die da rumschippern? Ich werde euch die Ehre. Da werde ich ja ganz misstrauisch. Ja, wir machen das so. Hier dürften die Neu-Karthago treffen. Ja. Neu-Karthago, genau. Wird mich jetzt ich auch nicht gerade wenig Ehre mögen. Erweisen, euren Bedingungen zuzuhören, in der Hoffnung, weiß... Wir haben das gut mit Libyen. Ich nehme im Namen meines Herrn an. Oh, das war vielleicht ein bisschen im Namen viel meines Guten Volkes gegen Rom, ne? Stimme ich. Seid willkommen. Die Römer. Das mögen die nicht. Naja, egal. Ich grüße euch. Ja, das geht alles ein bisschen in die gleiche Richtung. Und alle kriegen miteinander da hinten. Alle Menschen müssen dienen. Alle Menschen müssen dienen. Ja, am besten sollen sie alle mir dienen. Und da die Seleukiden uns jetzt doch noch sehr lange in Ruhe gelassen haben. Also wir brauchen noch mehr Geld, das heißt, wir machen hier große Häfen. So, meine Frau wird jetzt nochmal befördert. Und dann entwenden wir Geld. 2400. Und jetzt muss ich aber kurz gucken, dass wir hier... Okay, wir sind noch geschützt. Für 9 Runden sind wir noch geschützt. Und dann kann ich ja Geld entwenden wie so ein Wahnsinniger. So, dann machen wir auch nochmal einen großen Hafen. Also, ne, wir jetzt Reichtum ist es jetzt einfach, wonach wir gieren. Viel, viel Reichtum. Wenn wir starke Armeen aufbauen, dann können wir eigentlich... den Seleukiden den Krieg erklären. Hat er noch viele Vasallen? Es geht, ne? Es geht. Es ist interessant, wenn wir ihn vasallisieren, ne? Also wenn wir ihn unterwerfen, dann werden die Vasallen von ihm, die kriegen wir. Wenn zwei gleiche Nationen Vasallen führen können und du unterwirfst jemanden, der Vasallen hat, dann übernimmst du all seine Vasallen direkt. Das heißt, wir können den ganzen Osten, den er noch kontrolliert, könnten wir übernehmen, indem dass wir ihn übernehmen. Blöd gesagt. So, mein Sohn wieder auch ein Taktiker. Vor allem sollten wir mal nach Kyrene. Ein Würdenträger können wir... Ah ja, wir haben gar keinen Würdenträger gemacht bis jetzt. Okay. Du warst ja Ausbildner, nicht wahr? Geh mal bis hier hin. Dann mach mal das. Und dann holen wir jetzt 2 Würdenträger hier. Öffentliche Ordnung, lokale Provinz. Kulturelle Konvertierung, passive Aktion. Wachstum pro Runde. Zolleinnahmen, Fraktionsweit. Okay. Also sie kommt. Alexandria. Öffentliche Ordnung wäre schon nett, aber hier Kultur. Und damit wir diesen Wüstenstaat hier in unser Reich kulturell integrieren, ist das schon notwendig. So, dann machen wir hier mal größer, stärker, besser, mehr. Jetzt können wir beim Militär weiter. Die Hoplitenkaserne, da will ich eigentlich noch hin. Ja, läuft gut. Erklärt mir aber auch echt niemand den Krieg gerade. Ja, fast schon langweilig. Für Ruhm und Ehre. So, wir gehen mal zu den Kelten in der Hoffnung, dass die Kelten für uns ein bisschen Handel und so haben. Mhm. Seid willkommen, Freund. Immer noch nicht. Was müssten wir eigentlich einnehmen, damit wir Ägypten, Italien, Makedonien, Syrien, Persien und Baktrien, dann hätten wir den militärischen Sieg auch nicht übel.
Ah ja, stimmt. Euch habe ich total vergessen. Ja, was mache ich denn mit euch? Bessere Forschungsrate. Was haben wir hier unten? Wohlstand aus allem Handel in lokaler Provinz. Handelseinkommen durch. Diplomatie. Also sie, die hier rüber geht, die machen wir einfach zur Expertin. Was Handel betrifft. Naja, aber auch hier haben wir zwei Häfen, das wird er sich auch hier... Wir machen das bei beiden. Wir machen tatsächlich bei beiden. Also das werden meine zwei Provinzen, die mir sehr viel Geld geben, weil die haben beide, also beide einen Hafen. Und über den Hafen versuchen wir viel Geld rauszuholen. Okay, sie wieder zurückgesegelt, sehr schön. Der Mutige des Königs, der wird noch besser, um noch besser den König auszubilden. So, dann schmeißen wir die mal schnell raus. Dann machen wir die galatischen Schwerter rein. Ich überlege, die durch Kamelreiter zu ersetzen. Kamelreiter sind relativ gut gegen andere Pferde. Könnten wir die Flanken besser schützen. Zu euren Diensten. Oder gegen andere Pferde, gegen andere Reiter. So, und dann schauen wir mal. Siehst du das schon? Vielleicht noch nicht. Das wünscht der Pharao von mir. Der Pharao von dir wünscht. Treue, Liebe und Glauben. Ja komm, ich schicke sie bis hierhin, dann ist sie in dieser Provinz, das ist okay. Und sie schicken wir hier zu den Elefanten und in die Oase. Oh, die sehen ja schön aus, guck mal, mit Gold und so. Richtig sweet. Kann sich hier weniger beklagen. Die können noch upgraden, sind die besser geschützt. Russische Liga, Saba. Willkommen, ehrbarer Abgesandter. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass du immer noch nicht mit mir handeln willst, Mann. Ich bin voll nett. Also. Wohlstand aus allen Quellen. Aus lokalem Handel. Wohlstand aus allem Handel. Plus 3. Da wir zwei Häfen haben, ist das gar nicht so schlecht. Eine Marktsiedlung draus zu machen, oder? Die Landwirtschaft. Ich glaube, wir gehen voll mit Marktsiedlungen. Wir machen hier eine Marktsiedlung rein. Hier bin ich mir überlegen, vielleicht doch was anderes zu machen wegen der öffentlichen Ordnung. Hm. Ja gut, weiter geht's. Chippert da oben noch ein bisschen rum. Naja, den hätte ich noch reinschicken sollen. Die Kelten, die auf der iberischen Halbinsel leben, wie heißen die? Iberer? Ich würde sagen, es sind Iberer, ne? Ich habe den Eindruck, dass es Iberer sind. Neue Karthago ist der Handel nicht mehr möglich. Lehnen die gerade ihr Gebiet? Wahrscheinlich, ne? Rang erhöht. Kommen wir gleich dazu. Ja, ja, du auch noch hier. Wenn Admiral, nein, nein. Es ist eine Ehre. Den Sohn wieder wachsen. Ptolemäus der Dritte. Aha. Gemeinsames Interesse. Freunde, es ist an der Zeit, an die Waffen zu treten und unsere Brüder den Weg frei zu machen. Wie die ewig wiegende See ist auch der Feind unermüdlich.
Ihr müsst unseren Verbündeten zu Hilfe eilen oder das Risiko eingehen zu ertrinken, wenn die Flut uns entgegenkommt. Erobert eine beliebige Siedlung. Ah, ja. Mein Admiral ist hier hinten gerade gestorben. So viel zu, wir gehen noch zu den Kelten. Asterix und Obelix werden wir nie treffen. Sehr schade. Aber was willst du da machen? So, wie sieht's aus hier? Ihr pfeift auf dem letzten Loch. Kann man euch was klauen und dann ist gut. Nein, das reicht gerade nicht. Ich bräuchte den anderen Agenten, der hier hinten ist. Der würde sie zum Hungern bringen. Auf der anderen Seite ist die Armee nicht wirklich stark. Also wir machen das so. Die Götter weisen mir den Weg. Und die kommen raus. Machen Kamelreiter rein und eine Artillerie. Ja, immer zwei Artilleries rein. Find die cool. Glaubt mir trotzdem noch auf Verteidigung und Angriff und was weiß ich alles. Also gut, dann kann mein Sohn wieder zurück. Der Arme muss auch die ganze Zeit rumreisen. Weil wir werden eine nächste Armee ausbilden damit. Das ist echt nur Ausbildung und Ausbildung hier. Haben wir hier eigentlich Wohlstand durch lokalen Handel, öffentliche Ordnung. Wir machen zuerst mal Nahrung. Es muss grundsätzlich überall mal Nahrung rein. Hier machen wir eine zivile Siedlung. Seid gegrüßt und nun sprecht. Weiter geht's jetzt. Welches DLC von ROM 2 zu empfehlen wäre? Oh ja, welche gibt's? Das ist bei mir schon zu lange her, als ich die gekauft habe. Okay, also die sind hier voll dabei, ne? Die rennen da gerade voll die Bude ein. Komm, mein Freund, sprecht. Das ist der neue Wüstenstaat, der entsteht da unten. Ich das jetzt? Kann ich das hier noch snacken? Ja, das machen wir mit ihm. Das ist ein Kinderspiel dann. Empire Divided ist gut. Okay. Schön, dass ihr euch gegenseitig helft, Chat. Bündnis gebrochen, Sparta und Makedonien. Reicht leider nicht. Okay. Wir warten hier kurz, ja, um hier die öffentliche Ordnung noch nach oben zu treiben. Alle Menschen müssen dienen. Ja, dann machen wir hier noch einen großen Hafen rein. Nochmal. Hier gehen wir auch auf Schrein des Amun Zeus, einfach weil Wohlstand aus allen Quellen plus 4 ist einfach so krass gut. Ihr seid willkommen, doch meine Vorfahren. Aber nicht angespuckt. Seid gegrüßt! Ja, sie sollen mal ein bisschen Geld entwenden. Dann bauen wir das noch aus. Hier weiterzukommen, müssten wir echt hier hin, ne? Ist gerade auch nur Aufbau, Aufbau. Wir nehmen nichts ein. Wir bauen nur riesige Armeen gerade, um dann gegen die Seleukiden vorzugehen. Obwohl ich zuerst einfach schnell hier die wegmachen will. Ja, fehlgeschlagen. Ach, wurscht. Und es scheint schon gut expandiert zu haben. Bereit zum Kampf.
Wie viele Leute in der Def haben wir hier drin? Also, wir laufen hier drüber. Ein Mann hat viele Gesichter. Ich bin Da dürften wir hier gleich haben, deswegen schicken wir ihn schon mal wieder runter. Aus für eine Nahrung. Achso, mehr Wohlstand führt übrigens dazu, dass die Straßen besser werden, ne? Das spürt man schon deutlich. Ein nobles Vorhaben benötigt noble Männer. Dann raus. Die Axtkämpfer sind auch nicht schlecht, wenn man gegen Rüstungsdurchdringendes kämpfen muss. Also etwas, was viel Rüstung hat. Ja, ja. Wir haben Gewürze, die hätte ich auch gerne. Aber mit ihnen bin ich gerade mit einem Handelsabkommen noch eigentlich gut bedient. Der General. Ja, das ist wegen den Streitern. Die geben uns einfach so gute Vorteile, ne? Pharao. Was kann ich für Ägypten tun? Erst bei Rang 7. Würde man stärker dahingehend. Warnung, Schutz verfällt in 3 Runden. Kann es Rebellion geben. Interne Probleme. Wir brauchen jetzt einfach viel List. Weil wenn die mehr List haben, führt es dazu, dass sie dann noch mehr auf Handel rausholen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zeigen kann. Nein. Aber beim anderen steht, dass je mehr List der Adlige hat, oder der Würdenträger hat, desto höher. Aber langsam haben wir es gut miteinander. Könnte ich ihn unterwerfen? Ich werde mir eure Rede geduldig anhören. Überbringt mir besser... Nein, dann habe ich das Gebiet sicher. Desto mehr Handel holen wir schlussendlich auch raus. So, ja, also, greifen wir an. Ich weiß nicht, warum die Armee da immer noch oben steht. Dann voll rein. Wir nehmen es und jetzt hungert er. Jetzt muss er gucken, was er macht. Das ist eh komisch, dass er gar nicht jetzt runter ist da, ne? So, es ist eh nur ein Erlass möglich hier. Wir machen auch hier in der Landwirtschaft, nein. Eine zivile Siedlung wegen der öffentlichen Ordnung. Das reißen wir ab. Das reißen wir auch ab. Wir bilden hier nichts aus. Dafür haben wir Alexandria. Auch wenn das immer gefährlich ist, nur eine Stelle zu haben, wo man Sachen ausbilden kann. Ich biete meinen Salut. Da drunter und drüber. Sizilien. Ja, das ist also seine Armee. Eigentlich müssten wir mal schnell auskundschaften, wie groß das Reich von ihm ist. Die Götter weisen mir den Weg. Ob er hier unten auch noch was hat, ne? Können wir mal schnell nachschauen gehen. Weil je nachdem, wie groß sein Gebiet ist, wenn wir uns durch ein Abkommen zusammenschließen, kann es niemand mit unserer vereinten Macht auf... Ein bisschen viel im Krieg, muss ich ehrlich sagen.
Wenn nämlich das die Gunst bei ihm kippt und die anderen seine Sachen einnehmen, dann habe ich dann neue Feinde da. Karthago, neue Karthago befreit. Okay. Zu euren Diensten. Ja, los geht's. Wir laufen dem mal nach. Ob ihr müde seid. Nehmen wir das und. Ja, geh weiter Boden. Doch. Geh weiter Boden, finde ich. Media, okay, einer seiner Vasallen hat hier wohl reingedrückt. Ich gehe davon aus, dass ihm ganz Syria gehört. Tarsus, hier oben Edessa und ich glaube das Wasser auch schon. Schnell und leise. Hier weiß ich halt nicht, ob er reingedrückt ist oder nicht, weil da könnte er ja auch. Das heißt, das... Beim schnellen Feldzug könnten wir ihn knacken. Ah. Dann noch zwei Kamelreiter, zwei davon. Dann noch zwei Speerwerfer und dann ist gut. Ah nee, oh Kacke, die wollte ich ja gar nicht. Das sind die falschen. Ich will die normalen Pikeniere. Ärgerlich. Niemand will mit mir handeln. Also niemand mehr. Bin immer noch sauer auf Rhodos, weil die meinen Boten getötet haben, ne? Also das ist nicht die feine diplomatische Art. Die Foltermeister meines Herrn werden sich für euch ganz besondere Grausamkeiten ausdenken. Ja, das Feigling. Macht total viel Sinn. Bis zu unserem nächsten, hä? Will ich es wissen? Glaube nicht. Der Mutige des Königs ist nochmal aufgestiegen. Unterhalt für alle Landeinheiten. Ja, hab ihn 100er gespart, sehr geil. Also der hungert gerade zu Tode, ne? Weil er hat nichts. Die ägyptischen Pikeniere kommen raus, tut mir leid. Wir setzen euch durch Standard-Pikeniere. Also so, es sind mittelgute eigentlich. Es sind so die Pikeniere, die eigentlich jedes hellenische Volk hat. Seid gegrüßt, mein Freund. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich möchte nicht mit dir handeln. Aber warum nicht? Ich bin voll toll. Ich grüße euch, wie es eurem Hufe gebührt. Oh ja, das bräuchten und wir vielleicht. Und nun sprecht gerade heraus, damit wir verhandeln können. Ich bin voll für nicht angespockt und so, da, weil... also ich will da jetzt nicht noch weiter in die Wüste hier. Es soll eigentlich die Grenze bleiben. Ich will in die andere Richtung. So, bauen wir aus. Wo ist das große Problem? Ja, können wir halt ein bisschen kulturelle Unterschiede, daran arbeiten wir. Dafür haben wir extra die eine Lady hier, ne? Plus kultureller Einfluss, plus 5. Plus 4 kultureller Einfluss. Warum hat die weniger als die andere? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, warte schon. Wir sind noch geschützt eine Runde. Dann soll meine Frau noch schnell Geld stehlen. Kann sie noch? Nein, sie kann nicht. Ah. Meine Tochter ist Erbin. Okay. Auch nicht genau warum, aber okay. Okay, okay. Naja, der am meisten auf dem Kasten hat, dürfte von mir es erben. Edessa heißt die Stadt hier oben, glaube ich. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern laufen über. Er erklärt mir den Krieg, um in der nächsten Runde zu sagen, also warte, ich glaube, es war ein Fehler. Entschuldigung, wir hatten den Boten losgeschickt und dann haben wir total vergessen, dass wir eigentlich gar keinen Krieg wollen mit euch.
Ich hätte, glaube ich, mit einem Gewaltmarsch in die Stadt sollen. Das wäre besser gewesen. Der Feind wird entweder versuchen, sich an unseren Verteidigungen vorbeizuschleichen oder sie mit Waffengewalt zu überwältigen. Nutzt Geschosstruppen, um herannahende Feinde zu töten und Nahkampftruppen, um jene zu vernichten, die auf den Hauptplatz gelangt sind. Der Feind wird versuchen, sämtliche Verteidiger zu vernichten. Und wenn eure Männer massenweise fliehen, ist die Schlacht verloren. Ägyptische Infanterie! General! Mob! Infanterie! Zu euren Diensten! Geschosse zu euren Diensten! So, also wir machen das so. Mein Herr! Mein Herr! Dass die hier verteidigen, ja? Also die fahren jetzt hier ran. Und wir stellen einfach einen Haufen Leute hier hin. Und die Schleuderer können denen in den Rücken schießen, die alle dann hier stehen. Und die Speerer, die können die aufschießen, die da runterkommen. Okay. Zweifel, dass wir es schaffen. Obwohl, also die Armee, die hat es wirklich nichts wert. Wie wir gesagt haben. Und die Türme sind natürlich für uns absolut Gold. Gar keine Frage. Schön gebaut, oder? Ich mag die Architektur in dem Spiel total. Auch hier. Also das sind schon so Häuser, die man kaufen würde, einfach wegen der Aussicht. Da wohnt ein armer Reicher. Oder so. So, jetzt drücken wir die da ran. Ja. Das ist eben die Idee. Die Idee, dass jetzt die ganzen Geschosse hier in den Rücken fliegen, weil die ja gegen die kämpfen. Also die laufen hier hin. Werden hier einfach schön auf der Mauer abgeschossen. Abgeschlachtet. Die, die versuchen, hier runter zu gehen, rennen in die Speere, sobald sie hier unten ankommen. Werden dadurch getötet. So, den Mob, den hatte ich extra so positioniert, unser General wird angegriffen. Falls es zu viele sind und sie auf der Seite rausdrücken, können wir den Mob noch reinschicken. Also der Mob dient ein bisschen dazu, flexibel zu bleiben. Jetzt werden es gerade ein bisschen viele, die drücken langsam durch. Schicken den Mob rein, um sie abzulenken, damit die Pikeniere etwas entlastet sind. Die Männer wanken. Mhm. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn die es jetzt noch schaffen, dass wir den großen Schildkrieger töten, Kommandanten, der gerade gegen meinen Kommandanten kämpft, gewinnen wir das. Für Ägypten, Herr! Für Ägypten! Die Türme halten. Ägyptische Infanterie! Ich weiß nicht, wie lange die das hier noch standhalten. Weil der Turm schießt auch jedes Mal. Genau. Das sind die akkuraten Turmgeräusche. Man kennt sie, die guten. Hey, die haben beide echt viel Mut dafür, dass sie die Stadt hier verteidigen, die zwei Armeen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gibt Schlimmeres. Ja, jetzt. Okay, wir kriegen es gedeft. Die gehen jetzt nämlich gleich alle.
Mann, Feierabend. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Ja, ja, gut, die könnte runter. Wenn eh nichts mehr hier ist, dann geht sie ruhig runter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, hoch da, Jungs. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Teurer Sieg. Dafür, dass es die Garnison ist, muss ich jetzt also sagen, aber hallo. Aber hallo. Ja, das ist halt, weil die Armee einfach nicht gut ist. Das sind einfach alles Heerbanner gewesen und noch nicht mal gute. Und ich glaube, die Schleuderer waren sogar Sklavenschleuderer. Da ist er weg. Da macht er nichts. Kann ich noch mehr Sklaven laufen? Ich hab da ein bisschen, ich lasse sie frei. So, die Fraktion wurde vernichtet, zu mir. So, Taktiker, noch weiter laufen. 24% Bewegungsreichweite. Und Nahkampfwaffe für alle Einheiten. Hallo. So, der Schutz ist verfallen. Verärgernde Bevölkerung, warum? Ich lebe, achso, um dem Pharao zu dienen. Wo hier? Benötigt meine Aufmerksamkeit. So. Einer eurer Magistrate beschwert sich über die Verschlechterung der Weinqualität in seiner Provinz. Oh nein, der Arme. Er behauptet selber, die Barbaren würden das Gesöff ablehnen. Okay, ja, wir verbessern die Qualität. Was weiß ich? Was weiß ich? So, der Pharao darf jetzt den unteren Teil einnehmen. Wohlstand durch Landwirtschaft, Wohlstand durch Seehandel, Wohlstand durch Industrie, Wohlstand durch Kultur. Ja, machen wir die königlichen Heiligtümer hier rein, oder? Oder nicht? Weiß es gar nicht. Oder doch? Was gibt mir am meisten öffentliche Ordnung? Der hier. Der hier und der hier. Ja, kommt mal wieder das. Landwirtschaft und allgemein, das ist gut. Das ist okay. So, also. Nehmen wir noch zwei davon hier rein. Obwohl, die wären auch cool. Schon entschieden. Gewonnene Einheitenerfahrung, ja, kommt man, das muss. Mehr Einheitenerfahrung für die Einheiten. Gehe ich mit beiden Armeen runter? Könnte ich eigentlich. Wir gehen nach Memphis und bilden da die Schleuder aus. Ordnung, die da brechen. Ja, wir bauen uns trotzdem aus. Entschuldigung. Ne, da hier muss ich die Bevölkerung zuerst mal beruhigen. Eine flatternde. So, dann hatten die gesagt, die wollen Frieden, hä? Seid gegrüßt, wohl oder übel. So sprecht dabei, wenn ihr. Und sagt etwas Interessantes. Mich unterwerft. Könnte ich andere bezahlen, dass sie noch in den Krieg rutschen? Ich grüße euch im Namen meines gefürchteten Herrn. Sprecht ehrlich
und ihr werdet eine ebenso ehrliche Antwort erhalten. Seid willkommen, Freund. Lasst uns das Geschäft schnell hinter uns bringen, damit wir die Annehmlichkeiten dieses Hauses... Wir versuchen sie mal mit ein bisschen mehr Geld zu bestechen. Da haben wir es doch. Edessa. Östliche Kultur hier noch. Unsere Boten haben in einem Dorf in der Fremde eine Frau gefunden, die mit ihrer Überredungskunst gesegnet zu sein scheint. Wir können sie als Unterstützer für zukünftige Verhandlungen mit fremden Nationen anheuern. Was sagt ihr dazu? Ja, let's go. Wenn General mehr Bewegungsreichweite, let's go. Ich würde sie hier mit diesen Hafen holen. So, also wenn wir denen jetzt noch viel Geld in den... Werde ich etwa von Fremdländern gestört? Wenn ihr um Almosen betteln wollt, sprecht mit meinem Majordomus. Ich will den Krieg mit dem halt eigentlich nicht. Mit der Zeit fangen zwei Dinge an zu stinken. Ja komm, Sammy, gib mir einen Haufen Geld. Gutes. Mehr können wir nicht verlangen. Seid gegrüßt, mein Freund. So, aber die jetzt dazugekommen ist. René heißt sie. René mit plus 6 auf Diplomatie mit allen Fraktionen. Das ist doch super, Mann. Wie sieht's eigentlich aus? Risiko für eine Dings vorhanden. Wir klauen nochmal ein bisschen Geld. Bei 4%. Ein Teil des Geldes fließt wieder zurück. Die Loyalität zu sichern. Also wir nehmen 2400 raus und wir zahlen irgendwie 1300, um da die Stabilität zu gewährleisten. Finde ich, ist ein guter Deal. Kann es sein, dass wenn ich rausgehe, dass das dann... Achso, die mögen das sogar, wenn der Pharao weg ist. Was hat der Pharao denn für negative Eigenschaften, dass die sagen, wir finden den Pharao nicht toll? Ich lebe, um dem Pharao zu dienen. Okay. Gar nicht so gern gesehen hier in der Gegend, hä? Ja gut. Ja gut. Dann lassen wir das jetzt mal erholen, ne? Also die öffentliche Ordnung. Lass ich da ein bisschen erholen. Seid gegrüßt! Sprecht gern! Eine flatternde Zunge! Die würden mit mir einen Handel wollen, aber... Soll ich nicht angespackt, finde ich noch gut. Nope. Handel mit Rom? Willkommen, Werter. Nope. Handel mit Neu-Karthago? Ja, ich grüße. Das wollen die. Wie wir ist euer Ruf? Und nun sprecht gerade heraus, alles damit an Geld, wir verhandeln. Geht. Unsere Kaufleute sind in der ganzen Welt bekannt für den Reichtum, den sie bringen. Warum sollte das in eurem Land anders sein? Weil wir noch reicher sind als ihr. So, die ganzen ihr Drinks. Seid willkommen. Doch, ich bin sicher, eure Waren finden irgendwo Verwendung. Aber nicht bei uns. Das ist doch viel zu viel Geld. Warum sollte ich ihm so viel Geld geben? Echt, auch das lehnt er ab. Eure Waren? Nein. Im Handel... Muss ich ja 10 Runden warten, bis sich das rentiert? Nee, das mache ich nicht. Ich werde mir okay, eure... die Kusch haben es geschafft. Die sind ganz unten. Da können sie das nicht allzu lange feiern, weil wir jetzt kommen. Also 6 Nahrung hier. Wie kann ich denn... Ich gehe. Ich bin bereit, euch zu dienen. Nehmen wir an, dass die Armee sogar hier unten steht. Ein Mann sieht, was er sieht. Sklaven. Wie kann ich dem Pharao helfen? Zu euren Diensten, mein Herr. Okay, ich kann einfach nochmal eine Armee zusammentrommeln. Das machen wir jetzt auch. Mit René Ptolemaios der Dritte vielleicht. Wo ist er denn? Hier. Ja komm, wir haben so viel Geld, wir holen noch eine Armee. Können wir
um einfach auch das Gebiet zu schützen. Ein Bündnis. Ja, nicht angepackt fände ich schon auch toll, aber ein Schutzbündnis mit den Spartanern. Wohlwollens muss ein Opfer gebracht werden. Da Worte. Ja, es klärt sich. Ihr klärt mir den Krieg. Ja, super. Dann bin ich nicht der Böse in der Geschichte. Das ist doch wundervoll. Wir haben uns nur geschützt. Klar, wir sind nachher in ihre Länder einmarschiert, aber wir haben uns nur geschützt. Die Einführung der neuen Standards bremst die Weinproduktion, jedoch konnte die Kaufleute aufgrund der besseren Qualität höhere Preise ansetzen und die Provinz wurde für ihren ausgezeichneten Wein bekannt. Super. Ja gut, die nächsten Schritte in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Krieg gegen die Kusch. Ich freue mich. Die Elefanten von Ägypten sind nice. Ja, da müssten wir eigentlich hinarbeiten. Stimmt schon. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo die sind. Irgendwo hier, ne? Ja, die Elefanten müssten wir mitnehmen. Aber ja, in der nächsten Folge werden wir zuerst mal die Kusch kaputt lagen. Kuschen. Schauen wir mal. Zentauren. Ja, und dann die Seleukiden, würde ich meinen. Lord Rhodos hängt hier, echt jetzt. Ich glaube, die Seleukiden haben ein bisschen Probleme, ne? Die Seleukiden sind nicht unsere Hauptbedrohung. Sondern Rhodos ist es. Das Problem ist, wenn die Rhodos den Krieg erklären, dann erklären ja auch Pergamon den Krieg. Der sitzt hier auch ein bisschen. Und viele Untergebene hat er nicht mehr, die haben sich alle von ihm gelöst, ne? Ja, bleibt spannend. Die Seleukiden werden dann doch nicht die übernächsten sein. Aber die nächsten sind die Kusch. In der nächsten Folge. Wenn ihr so am Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Es funktioniert sehr gerne. Likes und Kommis da lassen. Ich freue mich immer, wenn die Leute kommentieren und liken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.